Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Trine 2 The Complete Story. Mit dem lieben Shaki Light dabei. Hallöchen. Der sich auch jetzt endlich wieder vernünftig anhört. Ja, es war meine Schuld. Ja, habe ich ja schon immer gesagt, aber er wollte es nicht einsehen. Ich spring mal eben da nach unten. Bist du tot? Vielleicht. Warte, ich spring da mal eben nach unten, weil da gibt's ja ein bisschen was. Ja, ich schmeiß dir gleich einen Hammer hin. Warte. Aua, da sind ja Piekser. Ach stimmt, da muss ja ein Hammer hin. Oh, bitteschön. Perfekt. Scheiße. Ich bin gestorben. Na, dann wechsel den Charakter, dann bist du wieder da. Ach so, stimmt, ja. Mehr vergessen. Wenn du willst, könnte ich dich hier rüberschieben. Wenn du dich... Nee, warte. Ach so, du hast noch nicht alle geholt, nee. Nee, nee. Noch nicht. So, ja, jetzt habe ich. Was ist schick? Dass ich hier unten eine Planke ranplacken kann. Ah, die brauchen wir doch nicht, oder? Ja, naja, wie du meinst. Ja, scheiß drauf. So. So, könntest du hier einfach so rüberhüpfen. Okay. Also, könntest du jetzt entweder hier den Wagen anditschen, dann würde ich dich rübertragen, oder? Ich bin jetzt schon da. Aber vielleicht ist da oben ja was Schickes. Ja, ist es auch. Scheiße, und schon wieder bin ich tot. Alter, das fängt... Scheiße, jetzt bin ich... Nein, ich rutsch runter! Ich hab mich nicht bewegt, wirklich nicht. Ich hab mich wirklich nicht bewegt. Ich bin da gespawnt. Ja. Alle gut. Oh Mann, das... Wollen wir nochmal von vorne anfangen? Nein, ist nicht schlimm. Das waren jetzt vielleicht schwer Erfahrungsbinöpel. In der letzten Aufnahme haben wir auch Erfahrungsbinöpel übersehen. Ist mir gleich danach ein aufgefallen beim Video bearbeiten. Oh, wir sind echt so. Die Leute denken sich auch, wenn die sich das angucken, so, boah, wieso kriegen die denn so wenig mit, dass sie irgendwie alles vergessen? Ja, ist ernsthaft so. Ich dachte, das könnte man kaputt machen, aber war wohl nicht so. Na. Warte mal, hier können wir. Hier brauchen wir das Wasser. Aber hier konnte ich gerade was verkuppeln, oder? Wo? Hier rechts. Hier rechts brauchen wir Wasser. Okay, dann machen wir wieder mit dem Plankentrick. Oh, alle drunter gefallen. Nee, da ist noch ein bisschen was drauf. Reicht das? Super. Das reicht. Ups. Super. Okay, hier kann man leider nicht schwimmen. Nee, habe ich auch gerade schon versucht. Ach, da müssen wir so ja lang. Dann geht erst unten lang. Wow. Müssen wir oben lang? Okay. Nee, ja, wir müssen oben lang, aber hier ist vergiftet, deswegen bleibt uns keine andere Möglichkeit. Erster. Ja, du bist immer überall erst. Mann, ich spring immer daneben. Deswegen bin ich Erster. Mhm. So, jetzt bin ich da. Dann muss ich ja doch nicht mehr weiter warten. Weiter geht's. Da kommt man gar nicht hin. Hä, wieso kommt man da denn nicht hin? Gut, geht doch. Ja, aber da oben geht's noch weiter. Nein! Aua! Warte, geh mal bitte rechts runter. Oder so. Da oben. Wow, cool. Hier ist nämlich eine Kiste. Cool. Aber mehr nicht, ich mach sie eben doof. Ja. Sammlergedicht. Oh. An des Wassers Fall, da können wir ruhen. Schlaf hier bei mir ein. Nichts wird dir was tun. Oh. Weißt du Bescheid? Oh. Okay, kann man nicht weiter. So. Blip, 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 blip. Auf geht's, weiter geht's. Oh. Und sie rutscht schon wieder. Oha, oha. Oha. Oh, oh. Warum oh, oh? Weiß ich nicht, es sah gerade so ein bisschen bossmäßig aus. Aber nicht mit Wasser, das wäre voll gemein. Level up. Level up, level up. Toll. Spielst ja auch immer dann alleine, anstatt mit mir. Wie meinst du das? Du hast letztes Mal gesagt, dass du alleine weitergespielt hast und gesehen hast, dass wir Benübel, Erfahrungsbenübel vergessen haben. Nein, ich habe nicht alleine weitergespielt, ich habe die alten Level nochmal gespielt. Aha, okay.
um da die Erfahrungspinöpel zu holen. Hatte Pontius ein paar Pilze gesammelt. Selber. Doch haben Soja und Amadeus ihn überredet, sie nicht zu essen. Amadeus hatte sich an früher erinnert, als er in seiner Schulzeit einmal einen Pilztrank gebraut hatte. Das hatte in der Tat kein gutes Ende genommen. Als die Helden aus den Höhlen stiegen, trafen sie auf das erste Licht des Morgens. Okay, heißt das? Sonnenaufgang? Ja. Wie Sonnenaufgang? Eine wunderschöne Morgendämmerung. Und wir trafen sie auf das erste Licht. Aber es ist doch die ganze Zeit schon Sonne gewesen, oder? Weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Du hast immer noch nicht Start gedrückt, oder? Ach so, ja, weil wir uns gerade unterhalten haben. Ich glaube, das ist am Strand. Das sieht leider sehr gut aus. Oh. Mit vollgespannten Bogen Wasser schießen, um Einfluss zu erschaffen. Eisfloß. Ach, ein Eisfloß. Einfluss habe ich verstanden. Gelesen, nicht verstanden. Können wir da nicht ins Wasser? Soll ich mal ausprobieren? Wir könnten doch auch theoretisch hier ins Wasser. Ja. Da oben in den Bäumen sind ein paar große, haarige Früchte. Die heißen Kokosnüsse. Oh, die sind doch nicht so riesig. Da sind das also ein paar große, haarige Nüsse? Nein, es sind Früchte. Sollten sie dann nicht Kokosfrüchte heißen? Ich weiß es nicht. Ich glaube gelesen zu haben, dass das mit deinem Eisschießen, Dingenskirchen, Wasserschollen, Gedönse da, dass das eine Fähigkeit aus dem DLC ist. Ja? Das konnte man irgendwie in dem Originalspiel nicht. Das ist erst später dazugekommen. Oh Gott, hier ist ein Krebs. Ist hier. Ja. Ich stell mich drauf. Willst du den machen? Ich steh drauf. Jetzt wackelt er. Der will weg. Guck. Kannst du ihn nur so töten oder was? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht mal, ob der böse ist. Geh mal runter. Doch, ich glaub schon. Ah! Oh, hier ist total viel. Oh ja, der ist böse. Der ist böse. Oh nein, hier ist ein Piranha. Oh mein Gott, hier ist ein Piranha. Oh mein Gott, ein Piranha. Ich versuch den Krebs kaputt zu machen. Nee, nicht kaputt. Viel Spaß. Ich bin tot. Ich guck dir zu. Ich guck dir nicht zu. Ach du Schande, bin ich weit zurück. Ich bin wieder am Anfang des Levels. Ach du Scheiße. Jetzt bin ich bei dir. Im Wasser drin. Im Wasser habe ich schon alles rausgeholt. Okay. Oh nein. Ja, Kokosnuss. Oh Gott, hier schwimmt echt ein Piranha lang. Wo? Oh, ich habe den noch nicht gesehen. Ich sehe ihn. Unter Wasser. Okay, ja, ich habe ihn gesehen. Ach, der macht bestimmt nichts. Wir sind genauso nett wie die Krabbe. Genau. So, ich habe jetzt mal eben alles eingesammelt. Ups. Oh nein, das geht ja kaputt. Mann, leg Sicker mit runter. Oh, hüpf. Das hat nichts gebracht. Und hüpf. Stell da mal eine Kiste vielleicht drauf. Auf die Eisscholle. Au. Das klappt. Super. Toll, echt jetzt? Deine Eisscholle ist geschmolzen. Oh Mann. Warte, ich mach nochmal eben eine. Müssen wir das gut timen. Ups. Okay. Das geht wohl auch. So. Toll. Du bist echt ein Held. Dankeschön. Nimm ich als Kompliment. Guck mal, ich bin drüben. Toll, meine Eisscholle schmilzt. So, ich hab's gerade noch so geschafft. Da, dein Glück, echt. Echt, mein Glück? Dein Glück, ja. Oh, ich habe einen Levelaufstieg. Warte mal kurz. Wenn du da runter gehst. Schwerkraftreduktion. Okay, du gehst da nicht runter. Dann halt nicht. Ich mach mir mal auch, dass ich mal eine Planke machen kann als Zauberer. Das wäre vielleicht mal ganz gut. Aua, was machst du denn? Den Pinöpel da stehen lassen, dass ich... Da kommt man doch nie ran. Warte mal. Was? Ich weiß gerade nicht, was du vorhast. Ach so, da meinst du? Hier hoch und dann nach links. Nicht. Guck mal, da oben ist nämlich ein Pinöpel, den ich gerade eingesammelt habe. Blöde ist, jetzt bin ich wieder unten. Ja, du musst ganz schnell machen. Also da springt schon mal rüber. Ja, weil jetzt bleibt das Ding oben. Ich komm gleich wieder. Bin gerade hier unten im Wasser gefangen. Da bist, glaube ich, nichts mehr, oder? Ich versuche hier einen anderen Weg hochzukriegen, weil hier sind so komische Fässer. Und wenn ich beim Versuch sterbe, ist auch nicht so schlimm, weil dann bin ich auch wieder oben.
Aber vielleicht werdet ihr ja ja, da ist der Piranha. Eine Möglichkeit. So, geh mal weg, Herr Piranha, bitte. Meinst du, der arbeitet bei Piranha Bytes? Was ist denn das? Spieleentwicklerfirma. Achso, okay. Die Gothic und Risen und so macht. Ach so, Gothic? Das habe ich noch nie gespielt übrigens. Oh, ist sehr schön. Schönes Spiel. Geh einfach, spring schon mal rüber. Achso, meinst du das? Okay. Genau. Weil ich stehe ja hier gerade drauf. Opferst du dich also für mich? Ich bin oben. Ja. Aber wie kommst du jetzt hoch? Ich weiß es noch nicht. Warte mal. Ihr könnt ja versuchen weiterzugehen und so einen Speicherpunkt zu erwischen. Warte kurz, ich weiß wie. Aha. Ja. Hier ist so eine Kugel drauf, weißt du? Die gerade davon runter. Ach, du hast es gar nicht mitbekommen, oder? Nö. Du konntest das mit einem Dings einschlagen. Mit dem Hammer einschlagen in die Wand und dann sind Steine runtergefallen. Dann ist dann vor dem Feuer so eine Kugel runtergefallen. Okay, oh. Was ist das? Ninja? Ja, den hatten wir schon einmal. Ja, ne? Ey, komm einfach drauf. Wir machen kaputt. Ja, ich bin auch gleich kaputt. Der große Dicke ist kaputt. Okay, das ist gut. Den hast du schön vereist und der ist auch kaputt. Und er... Er wackelt ein bisschen. Wackel, wackel, wackel. Ja. Oh, da oben sind noch Kisten. Ja, das habe ich nämlich auch gerade gesehen. Ach, Kisten, ja. Da oben sind Kisten. Auf jeden Fall. Also Leben. Nee, Erfahrungspunkte. Genau. Da oben sind noch mehr. Echt? Ja, links. Kommst du da schon ran oder soll ich... Ich mach noch eine Kiste. Pack die Kiste... Was tust du? Was mach ich denn da? Weiß ich selber nicht. Okay, warte. So. Nein! Ach, ist doof. Warte. Müssen wir umstapeln? Witzig. Kannst du nur 4 Kisten machen? Ja. Ist das Höchstmaß. Und wenn ich jetzt noch mit dem Zauberer eine Kiste mache? Ich weiß nicht, ob das klappt. Könnt's versuchen. Nee. Oh, dann gehen alle Kisten weg. Okay, ich nehme den Zauberer. Na gut, Kiste 2. Kiste 3. Und Kiste 4. Jo. Gut. Achso, wie kannst du die alle gleichzeitig kaputt machen? Einfach Doppelklick auf jede Kiste. Und das dann ganz schnell. Speicherpinöpel. Du rennst unten rum oder ist unten nichts? Ja. Okay, dann guck ich, was hier oben auf dem Plankendingens ist. Brauch mal eben den Zauberer. Kannst du? Ich bin gerade der Ritter. Aus der Luft gefangen. So muss das ein Held machen. Okay, da kommt er aber nicht hin, der Jute. Doch, der wäre hingekommen. Das ist ja doof. Ich bin doof. Nein, du hast mich. Ach, du bist gemein. Danke. Hat sie mich einfach gefangen da. So, hier drauf springen. Da hin. Und das war doof. Hallo. Ich konzentriere mich gerade. Wie kann ich die Dinger denn... Ach da, so geht es. Genau so. Ach, doof. Du bist gerade genau der Zauberer. Das ist schön. Kommt man da lang? Ja, ich habe mir einmal einen Geheimgang entdeckt. Was hast du entdeckt? Ein Geheimgang. Jetzt eine Stelle, wo man nicht weiterkommt. Dies ist nicht so schön. Wo bist denn du? Bei den Stacheln. Ach, da. Ja. Da bin ich einfach runtergelupst. Hi. Genau, hallo. Was machst du da? Da ist eine Kiste, aber ich weiß nicht, wie wir da rankommen. Ah! Ach, guck mal, kann dir das Ding... Da kannst du durch, rechts kannst du durch, wenn du jetzt nicht nochmal in den Tod springst. Oh.
Okay. Warte, ich komm nochmal. Ich müsste auch einfach nur so irgendwie hinkriegen, die Kiste kaputt zu machen, aber ich bin gerade zu doof. Warte, ich schließe dich nochmal kurz ein. Gib mir mal den Zauberer, genau. Kannst du haben. Was ist das hier, dieser Stein, der ist lose. Ja, den habe ich gerade hochgeholt. Hoch, ihr schlupst. Du weißt gerade nicht, was ich meine, oder? Nö. Nee. Ach, der? Ah, okay, das ist cool. Okay, warte, kannst du mir, nein! Kannst du mir eine Kiste hier auf den Stein stellen, sodass ich mich ungefähr auf der Höhe befinde? Warte, noch eine bitte. Kannst du zwei? Ja, du kannst zwei. Das ist sehr schön. Gut, dann versuche ich jetzt nämlich... Das geht nicht. Nee, das... Warte, machen wir das nochmal. Komm mal her, Hammer. Wenn ich den da jetzt durchschießen könnte. Nein! Das nicht durchschießen. Lass mich mal, also lass mich mal irgendwie hier hoch, warte. Oh, das ist genau richtig, das wollte ich mir auch machen. Ach komm. Kannst du mich mal hier rauslassen, bitte? Ja, dazu bräuchte ich den Zauberer. Ja, aber wie kann ich das denn machen? Nee, du gar nicht. Genau, das Ding muss hoch. Dann geht nämlich der Stein hoch. Aber, sobald du das loslässt, ist der Stein wieder unten. Deswegen müsste ich den Zauberer nehmen, um dich da rauszulassen. Ja, dann nimm mal den Zauberer. Erstmal mach ich dir deine Kisten kaputt, dass du nicht abnippelst. So. Warte kurz. So, jetzt schieb mal den Stein wieder hier nach links, damit wir nicht mehr durchfallen können. Genau, perfekt. Kann man sich nicht irgendwie ducken oder so? Warum ist der Stein? Geht der Stein von der Linie weg? Was machst du denn? Du bist ja gerade voll durchgeglitscht. Was? Hä? Die Erfahrung ist rausgefallen. Bist du noch da? Ich bin noch da. Was passiert denn jetzt? Du bist gerade voll abgehackt. Ja, ich merk das. Irgendwas ist merkwürdig. Bist du noch da? Ja. Du glitschst gerade voll durch bei mir. Was passiert denn hier? Du bist gerade voll durchgeglitscht und hast dann irgendwie voll gestockt und sowas. Okay, aber du siehst, dass die Erfahrung jetzt frei ist, oder? Ja. Wie kommen wir da jetzt ran? Nein, so. Ah, nicht. Ich weiß wie. Ich hab doch so ein Explosions. Dingensbumsens. Ah, du bist die Beste. Warte, denn mache ich das jetzt mit dem Ding. Und. Nein. Das ist nicht so einfach. Und. Bitteschön! Wuhu! Das war cool, das hat viel zu lange gedauert, aber das war cool. Guck mal, da oben links in der Ecke, weil da oben links in der Ecke hier war auch was. Und das habe ich auch mit diesem Feuerpfeil kaputt gemacht. Na gut. Warst du unten schon fertig? Ja, ich weiß noch nicht, was ich mit den Dingern hier machen soll, aber ich war wohl fertig. Warte, ich guck gleich mal. Ich glaube nämlich... Okay, das war dumm. Was könnte man denn hiermit machen? Ich habe die irgendwie zusammengebaut, dass ich halt nach oben dingsens kann, damit wir... Haben die hier so drin gesteckt? Ja. Okay, dann macht das Kind... Na, vielleicht... Aua. Haben wir damit unten irgendwas ausgelöst, dass da jetzt irgendein Luftstrom nicht mehr ist oder so? Nö. Da unten ist nichts los. Dann war das schon mal unnötig. Achtung, Stacheln. Toll. Toll, das tut mir leid. Lügt doch nicht. Nein, ist ernsthaft so. Ups. Da sollte der gar nicht. Nein. So kommen wir auf jeden Fall einfach auf den Pinöpel da drauf. Vor allen Dingen kommen wir jetzt höher. Hier ist vor allen Dingen Pinöpel, der schon eingesammelt worden ist, ne? Doch nicht. Okay, das sah gerade so aus, als ob der schon eingesammelt worden wäre. Das Blöde ist, jetzt komme ich nicht mehr raus. Weil der so orange war. Ja. Ne, irgendwelche Sachen, die wir schon eingesammelt haben, die werden ja nicht erst angezeigt.
Ja. Kommst du jetzt mal hier hoch, Mensch? Ja, warte. Ich muss leider auf die Drehung des... was auch immer das ist, warten. Guck mal, da bin ich. Okay. Also ich würde mal sagen, weil wir jetzt gerade genau bei 20 Minuten angefangen sind, angekommen sind, dass wir hier ein Päuschen machen. Schade, ich dachte, du rennst drin. Ja, können wir machen. Nein, ich bin nicht manchmal so doof. Alles klar, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wieder bei einer neuen Folge von Shrine 2. Yay! Und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!